News und Talks für Gebildete. Greta Thunberg fordert, listen to the science, unite behind the science und keiner tut es. In Köln demonstrieren die Fridays for Future vor dem WDR auch gegen die den Einfluss der sogenannten Rechten. Ewiggestriges prallt auf Ewiggestriges und alle weigern sich dazu zu lernen. Dabei ist alles, was in der Gesellschaft und in der Welt geschieht, ist sozusagen Ergebnis vom Naturgesetz von Mutation und Selektion beziehungsweise Variation und Selektion. Wir wissen genau, warum die soziale Marktwirtschaft hier auf hunderten von Videos und auf der Homepage der zweiten Scientists for Future 2 wird genau erläutert, warum die soziale Marktwirtschaft bzw. der Kapitalismus ein alles zerstörendes System ist und wie die Lösung aussieht, wie die ersten Schritte in die postkapitalistische Gesellschaft aussehen und so weiter. Und alles ist ungeheuer primitiv. Die gesamte Gesellschaft weigert sich, auf die Wissenschaft zu hören, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen. Wenn, dann geht es dann darum, um Klimadaten, welche falsch sind und welche richtig sind. Das ist doch völliger Blödsinn. Wir müssen doch verstehen, listen to the science, unite behind the science, was die Naturwissenschaft mittlerweile darüber weiß, wie Wirtschaftssysteme sich evoluieren, wie Gesellschaftssysteme sich evoluieren. Und immer ist es auch hier bei der Artbildung, es geht auch immer um das Gleiche. Akkumulation von Mutation, also bestimmte Unterschiede und so weiter. Und überall in allen gesellschaftlichen Aspekten wirkt Mutation und Selektion. Ja? Und dadurch haben wir verstanden, aha, wir müssen die soziale Marktwirtschaft beenden und dann kriegen wir auch die gesamte Umwelt wieder in den Griff und kriegen auch das Klima in den Griff. Aber alles bleibt beim Ewiggestrigen und Primitiven und so weiter. Die einen träumen vielleicht wieder von einem gewaltsamen Revolution, die am Ende in einer Tyrannei, in einem tyrannischen Pseudokommunismus, Pseudosozialismus und Pseudoplanwirtschaft enden wird. Und die anderen träumen von irgendwas Rechtem und was dann wieder entweder wieder in einem Tyrannei eines Führertums enden wird oder zumindest in einer noch grausameren Variante des Kapitalismus, die dann noch mehr über Leichen geht und noch mehr Leben zerstört. Ja, es ist traurig, aber Greta Thunberg hat eigentlich alles gesagt, nur hört sie selber nicht drauf. Listen to the science, unite behind the science und auf der Homepage der zweiten Scientists for Future 2 und in all den Videos ist die gesamte Wissenschaft erklärt. Genau genommen braucht man alles andere, kann man in die Ecke legen, braucht man nicht, das ist veraltet. Nur hier ist der neueste Stand der wissenschaftlichen Diskussion darüber, wie es mit uns in Zukunft weitergehen soll, sodass wir eine Chance haben, eine glückliche und gesunde und friedliche Menschheit zu werden. Tschüssi.